Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skyrim. Heute leveln wir auf, weil wir das beim letzten Mal vergessen haben. Pushen natürlich die Gesundheit auf das Maximum. Gehen auf Schmiedekunst und hier haben wir neue Sachen. Wo? Hier. Zwergische Schmiedekunst. Yes! Please! Können wir da geile Sachen schmieden und wir können auch hier Elfische machen, aber wir benutzen keine leichte. Geil. Wir benutzen keine leichte Rüstung, sondern nur schwere. Wir sollten nochmal schwere Rüstung skillen. Aber das machen wir nicht. Weil ich keine Skillpunkte mehr habe. So, wir wollen stattdessen in die Eco-Perspektive und als. Wir wollen uns ein neues Schwert holen. Und dafür müssen wir eine Quest machen. Und dafür müssen wir reisen. Schnell reisen. An einen Ort, an dem ich noch nie war. Deswegen können wir da nicht schnell reisen. Aber wir können in die Nähe schnell reisen. Das ist eine gute Idee. Das Problem ist, ich habe eine zwergische Axt. Die ist aber, glaube ich, verzaubert. Und verzauberte Waffen kann ich nicht upgraden. Und ich habe keine zwergischen Metallwaffen. That's pretty bad. Okay, hat der Kollege jetzt zwergische Metallwaffen, die ich mir mal leihen kann? Ich würde ihm dafür auch... Der Frick. Hier braucht er was? Ui, sieht weird aus. Wo ist denn hier Schmiede? Wo ist der Schmiedechef? Leute, wo ist der Schmiede? Ich kann hier nicht rein, ja. Wie spät ist es? 4 Uhr morgens. Das ist ja früh. Da bin ich auch noch nicht wach. Da bin ich auch noch schlafen. Also ich muss arbeiten, dann werde ich auch schon lange wach. Beziehungsweise lange, wenn ich Frühschicht habe. 4 Uhr ist schon alles gut. Alle gute Zeit. Die besten Waffen und Rüstungen. Rede mal mit Kutlak Weißmann, ob der das genauso sieht. Hier, komm mal, du kannst mein... Hoho, der gibt dir 7, Alter. 7 gibt er mir. Wow. Das haben. Dann nehme ich mir mal einen zwergischen Metallbaren von dir. Ein zwergischen Metallbaren. Ich will... 2. Danke. Versuch mich in meiner Schmiede. Nein! Ich kann es nicht machen. Nein, ich kann keine magischen Gegenstände verbessern. Nur die Mutigen sind in diesem Brick auf der Straße. Aber, wir können jetzt super geil in Dwemer-Ruinen gehen und da Sachen snacken und dann zeige ich da Sachen draus machen. Aus Ebelik, genau, das ist ein Ort, den wir heute auch noch erkunden werden. Und die Höhle müssen wir auch noch erkunden. Aber das machen wir alles nacheinander. Erstmal müssen wir nämlich zur Stadt von Meridia. Und dann müssen wir erstmal nach Kodaks Hof reisen. Meridia ist eine dädrische Göttin. Ja, Dädra sind Götter. Nicht so wie Ädra. Es gibt Dädra und es gibt Ädra. Beides elfische Begriffe und die Elfen haben in jedem Franchise eine komplizierte, verwirrende Sprache. Auch in Skyrim, beziehungsweise Elder Scrolls. Nicht nur in Herr der Ringe. Wo bin ich? Muss hier hoch, ne? Dann muss ich ja noch so weit laufen bis zum Schrein. Das ist ja ganz furchtbar und das auch noch in der Nacht, wenn es dunkel ist. Seht ihr nicht mal die schöne Landschaft hier? Seht ihr nur, wie ich Blumen pflücke? Naja, ist auch schon nur... Hallo! Kenn ich nicht, deswegen gehen wir aus dem Weg. Ja, Meridia ist eine Dädra, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was für eine Dädra. Jeder Dädra und jeder Erdra hat ja eigentlich so ein Theme. Ich bin Mara, ist ja die Göttin der Liebe. Ja, Liebe. Ekelhaft. Und Malakath ist der Gott der Orks, der Gott des Krieges und des Todes. Fun Fact am Rande, Malakath, der orkische Obergott, sehr viel verantwortlich, dass es in der Welt von Elder Scrolls Vampire gibt. Weil er ist so der oberböse, böse Gott. Der mega böse, böse Gott. Also Akatosh ist so der richtig geile, gute Gott. Und, jetzt habe ich den Namen direkt mal vergessen. Egal, der, den ich eben erwähnt habe, nicht Akatosh, sondern der davor, ist halt der mega böse Gott. Und, der wollte einfach nur Akatosh einmal ans Bein pissen. Und hat deswegen sich einfach eine Frau aus Nirn, so heißt übrigens der Planet. Der Kontinent, auf dem wir uns befinden, heißt Tamriel. Das Land, auf dem wir uns befinden, heißt Skyrim, also Himmelsrand. Und die ganze Welt heißt Nirn. Auf der wir uns befinden. Da gibt es noch mehrere Kontinente, die man aber, glaube ich, in keinem Hauptspiel bereisen kann. Egal, was ich sagen wollte, ist, dass Malakath, genau, Akatosh so richtig mal ins Bein pissen wollte, sich eine Frau aus Nirn geschnappt hat und die einfach so heftig vergewaltigt hat, dass sie daran gestorben ist, weil die Heiler ihr nicht mehr helfen konnten. Was ja schon mal ein Asi-Move ist. Und schlimmste ist aber daran, die Frau ist wieder auferstanden als Vampir und hat halt gesagt, ey Akatosh, kannst du nicht was machen? Ich hab gar keinen Bock, ein Vampir zu sein, also gar keinen Bock. Und Akatosh hat einfach sich nicht gemeldet, so, er hat nicht zurückgerufen, er hat ihn nicht mehr geschrieben oder so. Und sie war richtig angepisst und hat mehrere Vampire dadurch also in die Welt gesetzt. Deswegen gibt's Vampire. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. Ich sehe gar nichts. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wurde halt nicht von wem mal gebaut. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Du bist doch nicht Mara. Was willst du denn eigentlich? Oh, die ist cool. Hey! Gebt mir meinen Meridia. Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Ja, easy. Easy, Lady. Richtig easy. Hier, geh mal weg, Schrift. Immer hier für Thumbnail muss ich mal hier... Hallo, Schrift. Weg. Kusch. Verziehe dich, Schrift. Okay, cool. Danke. Reicht. Hier. What? Crazy. Ja, sie hat uns einfach in die Luft geschmissen. Es ist an der Zeit,
dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Was für eine Aussicht, Leute. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Das klingt ja also erstmal ganz solides, aber tell me more about your artifact. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher. Ja, Dämmerbrecher. Denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht, Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Yes. Dämmerbrecher ist mein absolutes Lieblingsschwert in diesem Spiel. Glaube ich. It doesn't really sound like I have a choice. Doch eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Wait, what? Mein Stern wird sicher eine würdige Seele anziehen. Ich mach das. Ich kümmere mich drum. Gib mir nur Dämmerbrecher. Dann tut ihr, was ich von euch verlange. Ja. Jetzt gilt. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Marich, ich kümmere mich drum. Alles kein Problem, Meridia. Verlass dich auf mich. Hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel. Und er hört auf meinen Befehl. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel. Dann werden seine Türen sich öffnen. Alles klar, Ridia. Alles klar, kein Problem. Ich falle. Quasi direkt in den Tempel reingefallen, kann man sagen. Natürlich nicht wirklich. Ich hab geschnitten. Ich habe kein Erz, das ich verwandeln kann. Sadly. Oh, 80 Gold. Ja, die haben alle so viel Gold bei sich. Warum auch immer, ich weiß nicht. Ja. Ne, die gute, nehmen wir Feuerblitz. Die gute Meridia, ne, die ist ein bisschen mad jetzt, dass hier ihr Tempel so besudelt wurde. Kann ich auch verstehen, denn was ihr nicht wisst, beziehungsweise was eigentlich... Die haben alle so viel Gold, ich freue mich immer. Was eigentlich klar sein müsste, die Götter, wie in so vielen anderen Medien, werden stärker, umso mehr Leute an sie glauben. Und wenn ihr Tempel hier natürlich ein bisschen besudelt ist, dann glauben nicht mehr so viele Leute an sie. Und nicht mehr so viele Leute hier Bock, zu ihrem Tempel zu gehen, weil der ja besudelt ist. Und, hier würde ich erstmal noch nicht lang. War hier eine Rune? Hab ich gerade eine Rune gesehen? Ne, ich habe mich verguckt. Leute. Ja, auf jeden Fall glauben nicht so viele Leute an sie und deswegen ist sie auch nicht so mächtig. Und deswegen gibt es ganz viele Daedra, die sagen, ey, mein Tempel ist irgendwie mega unkrass. Oder irgendein Artefakt suchen, das wir zurückbringen sollen. Das war ja genau wie bei Wille oder so hieß er, glaube ich. Mit dem Hund, mit Barbas, dem Hund. Der ja auch seine Axt gesucht hat, der ja auch mega weak war ohne seine Axt. Beziehungsweise auch seinen Tempel und so nicht verlassen konnte. Auf jeden Fall stützen sie sich halt auf den Glauben der Leute an sie. Fick dich, Schloss. Was soll denn das? Dann mach dich doch einfach auf. Junge! Ja. Ja, so funktioniert das hier mit den Göttern. Und, natürlich geht das nicht so, nicht nur den Daedra sondern auch den Aedra. Also den anderen Göttern. Alles klar, warum sollte ich das mitnehmen? Das ist ja Quatsch. Eine Glasmaze. 23 Schaden. Scheiße, jetzt habe ich... Egal, Pfeile wiegen ja nichts. Müll war in der Kiste. Geh mir aus dem Weg. Übrigens, Meridas Stern findet ihr einfach random in irgendeiner Kiste ab Level 12 oder so. Also, das kriegt ihr auf jeden Fall. Das ist jetzt... Also, das habe ich einfach mitgenommen.
Als ich den Charakter, als ich die Quest gemacht habe und weil ich so viel Alchemie gelevelt habe, habe ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gesammelt. Und deswegen habe ich diesen Stern gefunden. Random, sag ich mal, ne? Aber wie gesagt, den findet ihr halt auch einfach so. Also den kann man eigentlich gar nicht übersehen. Man kann ihn eigentlich nicht finden. Also man öffnet keine einzige Kiste in diesem Spiel. Und das macht keiner. Also ganz ehrlich. Übrigens müssen wir jetzt hier ihren Lichtstrahl durchleiten, wie sie das schon gesagt hat, um die Türen zu öffnen. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Und da sind Schatten. Nein! Ja, man kann ja auch übrigens nicht vorher reingehen. Ich soll nicht empfehlen, hier vorher ranzugehen. Denn die Gegner hier machen euch sonst lang. Ei. Du auch. Du auch. Warum machst du eigentlich nicht so viel? Früher hat das mal besser geklappt mit dir. Oh ja. Die haben, glaube ich, nichts dabei. Nichts Gutes. Nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Okay. Ja, das ist ein mega ekelhafter Totenbeschwörer hier. Der uns hier erwartet. Aber hey, wir haben schon gegen Schlimmeres gekämpft. Zum Beispiel gegen den Typen, der ein kleines Mädchen auseinandergerissen hat. Was ja auch nicht gerade ein Kavaliersdelikt ist. So, ich gehe jetzt aber mal hier erstmal den Raum erkunden. Hallöchen! Ist da Schatten? Sir? Sophia! Ich wollte dich nicht ergreifen, das war nicht meine Intention. Ah, die droppen eigentlich nichts, also von daher, komm. Oh. Hallo! Hallo! Ich find's gut, dass meine Waffe immer wieder aufgeladen wird. Ich weiß zwar immer noch nicht so richtig, wie es funktioniert und ob das wirklich richtig funktioniert, weil ich diesen Skill noch nie gelevelt habe. Aber hey. Wer bin ich? Oh, nee, ich will hier nicht lang. Ich will erstmal gucken, was hier noch so geht, Alter. Hier sind mega krasse Schätze. Die darf man einfach nicht ignorieren. Das Licht ist hier oben drauf geschienen. Dadurch hat sich die Tür geöffnet, ne? Okay, dann will ich doch da lang. Ich glaube, ich will doch da lang. Danke. Ja, okay. Vampire wissen wir jetzt. Rosine ist für Werwölfe verantwortlich. Der hat irgendwie Werwölfe in die Welt von Tamriel, beziehungsweise von Nirn gebracht. Aber keine Sau, beziehungsweise ich zumindest. Weiß nicht wie. Aber Rosine ist der Gott der Jagd und der hat das irgendwie... Der hat das schon irgendwie geregelt. Sag ich mal, ne? Also der ist schon... Der macht das. Oh, lol. Hallo! May I help you, sir? Oh, hier. Wenn du mir im Weg stehst, hole ich dir einfach mal Hilfe. Brauchst du aber offensichtlich nicht. Hey, Mr. Feuertronach. Haben wir den falschen Raum geöffnet? Eigentlich nicht. Mega viel Money, Leute, mega viel Money. Eigentlich haben wir den richtigen Raum geöffnet, beziehungsweise sind in den richtigen Raum reingegangen. So. Ah, lecker. Schlüssel erforderlich. Den habe ich aber nicht. Schade. Okay. Hallo! Bang! Bang, boom, bang! Ja, du kannst dich hier mit meinem Feuertron nach rumschlagen. Was hab ich denn Lust, mich mit dir rumzuprügeln, Junge? Gar keine Lust, sag ich dir. Gar keine Lust, mich mit dir rumzuschlagen, ehrlich gesagt. Ist hier irgendwas? Eisentür, Adept. Adept kann ich ja wohl aufbrechen. Das ist ja... Oh, lol. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Und ich überlege immer noch, ob ich Elder Scrolls Online mal richtig spielen sollte. Einfach, um mehr über die Lore von... Toll. Mehr über die Lore zu erfahren. Aber... Da bin ich mir halt immer noch nicht sicher. Weil Elder Scrolls Online halt so lang ist. Jetzt muss ich hier ein bisschen was verzaubern. Habe ich überhaupt? Ja, habe ich. Gut, dann gehen wir halt in die Gallery. Hoffentlich gibt es da ein paar schöne Bilder zu sehen in der Gallery. Gibt's gar nicht, Alter, weil ich hier... Ich stehe hier im Freien. Das ist ja ungemütlich. Ja, ist ja auch ein bisschen kalt, muss man sagen, ne? Also schön ist was anderes. Aber wenigstens sind hier keine Gegner. Aber dann könnte ich meinen Feuertron nach auspacken. Holy shit, Experte. Das könnte eine knifflige Situation werden. Aber ich weiß halt nicht,
Wo ist sein Sweet Spot? Irgendwo da. Sweet Spot. So knapp. So knapp. So. Yes, Experte. Schmexperte, sage ich immer. Lebendige Eisenschild. Who the fuck needs that? Orkische Streitöchste, Müdigkeit. Quicksilber machen. Feuer. Oh, das ist der Feuerball. Ich habe ja nur Feuerblitz, aber der Feuerball. Der bumst. Der knallt richtig rein, meine ich natürlich. Keine Schimpfe nutzen. Stahlpanzerhandschuhe. Alter, die sind ja schon mal was anderes. Wie immer Gauntlets auf Emitting Spirit. Weapons Armor can be improved. 20% besser. Yes. Jetzt rate mal, wer sich die Handschuhe gleich anziehen wird. That's right. It's me. Die haben zwar nur 15 und meine jetzigen Handschuhe sind wahrscheinlich. Okay, die haben 17. Ich ziehe die trotzdem an. Keine Ahnung, ja. Nordpanzerhandschuhe, die haben 17. Was haben die anderen? Die haben 16. Hallo! Fallen lassen, Alter. Oh, aber jetzt habe ich trotzdem. Ja, genau, ich gebe ja meine Handschuhe weiter. Hallo. Let me guess. Hahaha, du bist ja lustig. You should have seen your face. Das sind ein paar anständige Handschuhe, Junge. Also Mädchen. Ich werde dir übrigens mal den. Huch, nein. Ich werde dir übrigens mal den Helm abnehmen, weil ich ein wunderschönes Gesicht sehen. Eisenhelm nehmen. 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 Danke. Sehr schön. Ja, nein. Geh. I'm here if you need me. I don't actually. Das ist 10 Points of Stamina Damage. No, don't need that. Haben wir irgendwas, was wir wegschmeißen? Ja, genau, wir haben ja noch gerade was abgenommen. Das können wir wegschmeißen. Und das können wir wegschmeißen. 16. Frick. Wir sind halt übel überlastet, ne? Das können wir wegschmeißen. Haben wir das nicht weggeworfen? Ich glaube, wir haben irgendwas anderes weggeworfen gerade. 11. Es wiegt 1. Natürlich auch nicht besonders. Was können wir denn mal wegschmeißen? Was können wir denn mal wegschmeißen? Bücher? Nein. Schlüssel? Nee. Sonstiges. Haben wir hier irgendwas, was wir nicht brauchen? Ich glaube, den ganzen Erzkram können wir ihr mal geben, oder? Tschüss. Ja. Okay. Ja. Oh, das wird zu schwer. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Das tut mir leid. Eisenbarren habe ich einfach. Hier, komm. Kannst du alles haben. Warum brauche ich so viel Eisenbarren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das kannst du auch haben. Brauche ich doch alles nicht. Ich brauche. Was ich brauche, ist halt. Platz. So. Okay, then. Ah! Warte. Bücher? Feuerball. Ah. Der gute Feuerball. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Kostet 109. Und mein Feuerblitz kostet 34. Feuerball ist sehr, sehr fortgeschrittene Zerstörungsmagie. Also zumindest die fortgeschrittenste, auf die ich mich einlassen werde. Feuerball ist mein Lieblingsmagiespruch. Weil man damit ist quasi wie ein Meteorino aus deiner Hand schießt. So nice. So, guck mal ganz kurz hier, können wir mal speichern. Zack. So, ja, die Urne ist leer übrigens, ne? Wollte ich schon mal erwähnen. So, und hier wird es nochmal lustig. Hier kommen nämlich ein paar von den Kreaturen wieder. Wäre es doch lustig, wenn wir hier ein Feuerton nach hinstellen würden. The Hall of Nern. Ist übrigens lustig, ist übrigens, dass kein Charakter, zumindest soweit ich weiß, kein Begleiter jemals erwähnt, dass wir auf dem Kontinent von Nern sind. Also das hört man halt voll selten. Man hört immer Tamriel und so, ne? Beziehungsweise Nern auf dem Planeten Nern, nicht auf dem Kontinent. Man hört immer Tamriel, ne? Ist ja der Kontinent. Aber dass Nern der Planet ist, das hört man eher selten. Finde ich. Deswegen wusste ich das auch ganz lange nicht. Ist ja genau wie bei Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe ist ja Mittelerde, ist ja auch nicht das die ganze Mittelerde. Also der Planet heißt ja nicht Mittelerde, sondern heißt ja auch nur der Kontinent Mittelerde quasi. Und es gibt halt noch andere Kontinente. Zum Beispiel gibt es einen Kontinent, von dem die Elfen kommen.
bei Herr der Ringe. Huh? The more you know. The more you know. No problemo, mi amigo. Ich provide euch doch gerne mit meinem Wissen. Zack. Einmal hoch. So, jetzt komme ich hier durch, ne? Ja, I knew it. I knew it. Hallöchen. Machen wir so lange zum Aus. Dann. Das ist aber ganz schön weggeknallt hier. Kann man übrigens, glaube ich, auch noch fallen. Da muss man ein bisschen aufpassen, Leute. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier, guck mal, der Link gegen eine Tür. Jesus! Hahaha. Wusste ich. Zaubertrank des Volltreffers. Okay. Ist in der Truhe. Ihr macht das da hinten schon. Keine Ahnung, was da gerade passiert, aber ich habe vollstes Vertrauen. Strongbox. Alles klar, die ist nicht besonders strong gewesen. Kurzes Vertrauen in dich, Sophia. Ja. Sag ich doch, die regelt es, Leute. Die regelt es einfach. Das ist halt unsere Sophia. Die macht es. Das ist eine Frau, die nicht lang schnackt. Oh Gott. Ist auch nicht gelohnt, das auszulösen. Oh, egal. Sondern die einfach macht. So, geh mir bitte aus dem Weg. Bitte steh mir nicht im Weg. Sondern es ist nicht hier. Das wäre fatal. Ich könnte jetzt da einfach rüberspringen. Und activaten. Ich könnte aber auch mir erstmal hier das Gold nehmen, was mir wichtig ist. Denn Gold. Denn ihr Gold ist mir wichtig. Wo das noch? Ihre Sicherheit ist mir wichtig oder irgendwie sowas. War auch so ein Spruch. Irgendeinem Film. Ich kann mich aber nicht erinnern, welchen. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ihr wisst alles. Ihr wisst alles. Auch hier der Spruch von, ich weiß gar nicht, ob das bei Skyrim war oder ein Dragon's Dogma. Ich gesagt habe, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Wenn mich dann aufgeklärt habt, wo das herkommt. Und zwar aus Game of Thrones. Natürlich. Ich auch wissen können. So, hier ist jetzt ein... Was? Aua, 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 hey! Man darf übrigens nicht in den Lichtstrahl gehen, der macht ein bisschen Damage. Da oben. Okay, ja, die Tür ist aufgegangen, das dachte ich mir. Ich war gerade kurz verwirrt, weil der Strahl nach oben geht und die Tür ist aber nicht oben. Oh, Sternspeicher. Okay. Peng! 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 Zerstörung verbessern! Okay. Ich könnte meine Zerstörung leider nicht verbessern. Malu. Weil ich nicht oft genug auf ihn schießen könnte. Weiß nicht, ob ich meine Zerstörung eher damit verbessere, wenn ich den Spell oft einsetze oder wenn ich mehr Schaden mache. Ich glaube, Zerstörung verbessert sich tatsächlich besser, wenn man mit einem Spell mehr Schaden macht. Das heißt, Feuerball wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Aber das kann ich halt nicht einsetzen, weil es kostet halt 200 Milliarden Mana. Und so viel habe ich natürlich nicht. Ich habe ja nur zwei gefühlt. Guck mal, wenn ich den Trank einsetze, passiert was Lustiges. Siehste? Ist lustig, oder? Hahaha. Wir lachten alle von dieser Falle. Waren wir begeistert? Wir feierten ein Fest für diese Falle, denn sie war so gut. Alle haben sich gefreut. Viele Gäste kamen. Viele Gäste sind gestorben. Wegen der Falle. Nun ja. Wie die Feiern halt nun mal so sind. Manchmal schweifen sie ein bisschen auf. So, wieder Achtung. Ja, okay. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich habe meinen Feuerball für sie allzeit bereit. Oh, guck mal, hier oben ist der Stern. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt, den brenn ich in dich rein. Au, Alter, wow, das hat echt Schaden gemacht. Da möchte ich gerne mal ein bisschen Heilung haben. Der Stellung verbessert auf 2 Millionen. Danke. Schnell speichern. Öffnen. Katakomben. Jetzt kommen wir dem Ziel schon nahe. Aber wir sind immer noch nicht da. Nun. Wo ist der kleine Magiermann? Hier muss er irgendwo sein. Kann ich mal weit weg sein. Hallo? Hallo, da ist my old friend. I've come to talk. It's you again. Kann ich hier lang? Aber ich kann hier die Tür öffnen.
Open! Es wäre natürlich lustig, wenn der Typ zu schlau gewesen wäre. Wusste, dass ich hier reinkomme. Und quasi einfach wartet, bis ich die ganzen Türen öffne. Und dann sich hinten von Mensch ran schleicht und mich tötet. Das wäre schlau gewesen. Leider ist niemand in Skyrim so schlau. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Von da sind wir gekommen. Hier müssen wir lang. Okay. Coole Sache. Let's go. Hier liegt ein Schädel. Warum war da gerade dieser Entdecker-Sound? Dieses Wusch. Und immer wenn man was Neues entdeckt hat. Ich habe auch nichts Neues entdeckt. Ich bin einfach nur weitergegangen. Hello, my friend. Hello, my lover. Hello, my friend. Alter, ich habe keine Mana mehr. Leute. Können wir vielleicht drüber reden? Bam, Junge. Oh, Alter. Oh, what? Bam. Nein, ich habe die falschen Zauber gewirkt. Excuse him, one. Das war ein Zauber. Ein Zauber. Mit Zauberresistenz. Einfach nicht von seinen Zaubern getroffen worden, würde ich sagen. Alter. Ich brauche ein bisschen Leben. Krieger ist eine Waffe verursachen mehr Schaden. Das klingt auch schon mal gut. Erhöhen Heilung. Halt mehr Leben, danke. Strafen, Leute, strafen. Strafen ist des Kriegers Freund. So, einmal. Uiuiui, mein Leben ist ja schon wieder gone, Alter. Haben wir vielleicht Ritters. Ah, Heavy Armor. Okay. Strafen. Nein, vorsichtig. Holy shit, Alter. Items enchanten, den Gesundheitsverstärken. Davon habe ich zum Glück ein paar. Oh, Hilfe. Holy shit, Alter, der Typ ist... Dem sollte man nicht spaßen, glaube ich. Ja, was machen wir denn jetzt am besten? Ich würde sagen, erstmal schnell speichern und dann mal gucken, ne? Das wird nicht so ganz einfach hier. So, Sophia, kannst du ihn vielleicht ablenken? Warum bewege ich mich so langsam? Ja, Sophia, come on! 2 gegen 1, Alter! Yay! Ganken, Leute! Ganken! Ja, au! Turmbeschwörer, ja. Ah, okay. Hey, wer hat mich denn angegriffen? Ach, da ist noch so ein Shadow-Dude. Dich mach ich lang, Junge, Alter! Ach, das ist sein Schatten sogar. Oh, shit. Ich hoffe, der ist jetzt erledigt. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen Gesundheitstrank mehr. Es ist vollbracht. Ja, oh, zum Glück. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Kleiner Ring. Heroic Imperial Helmet. Und that's it. Uiuiui, das war knapp, Leute. Das war knapp. Das hätte ich nicht erwartet, dass der so ein krasser... Okay. Man sollte hier doch erst hingehen, wenn man gut auf Ausrüstung und so geskillt hat. So wenn man vielleicht Level 20 ist oder so. Oder wenn man einfach kein kompletter Idiot ist, wie ich. Und alles auf Alchemie skillt. Und Redekunst und so ein Quatsch. Ich bin mega bad im Kämpfen, aber bin mega gut am Handeln und so. Kann auch gut sein. Fallout, das gehe ich auch mal auf Charisma und so Quatsch. Dämmerbrecher! Habe ich das Schwert im Spiel? Dankeschön! Ja! I like it. Dämmerbrecher, bestes Schwert in the freaking game! Leute, in the game. Give it to me! Aha. Hallo! Malkoran ist vernichtet. Oh, knapp. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Das ist die Göttin der Toten. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ja, ich bin der Beste. Ein neuer Tag bricht an.
und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher. Ja, auf jeden Fall. Vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Sicher, sicher. Nehmt ihn in meinem Namen, auf das mein Einfluss wachse. Genau. Wenn wir nämlich ihren Namen verbreiten, dann wird sie krass stärker, weil mehr Leute an sie glauben. Das habe ich erwähnt. Give this word by the phone someone else. I wield this mighty blade in your name, your grace. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Ich finde die schon cool. Ich meine, ihr habt mir ein mega geiles Schwert gegeben. Deswegen kann man da schon mal sagen, ey, geil, danke. Danke dafür auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mir nur aussuchen, wie weit kann ich hier zurückgehen? Bis hier, okay. Thumbnail-Material. Einmal klick. Bei Minute 37 muss ich mir auf jeden Fall merken. Ey, der Schrein ist halt auch einfach so geil. Es gibt einen Mod tatsächlich, wo die Staturen noch ein bisschen besser aussehen. 20 Schaden, guckt euch das an. Es ist so herrlich. Yes, please. Die Drawan-Axt kann ich weglegen, Alter. Kann ich verkaufen oder so. Was ist das? Da fuck, hier kämpfen sie ja. Leute, hört wieder auf zu kämpfen, Alter. Achso, ja. Dadurch, dass ich, glaube ich, den Mod Immersive Patrols installiert habe, kämpfen die ganz oft kaiserlich gegen Sturmmantel. Und ein Säbelzahntiger ist auch dabei. Let this play out. I will be the watcher on the wall. Oh, der Säbelzahntiger räumt ordentlich auf, Leute. Achso, ja, aber jetzt denken sie alle den Säbelzahntiger. Ah, das war's. Wer geht Sturmmantel oder Kaiserliche? Oh, die Kaiserlichen kriegen Verstärkung. Die Kaiserlichen gewinnen wahrscheinlich, oder? Die Kaiserlichen gewinnen, oder? Ah, die Kaiserlichen gewinnen. Lol, Alter. Die wurden ja komplett niedergemacht. Holy shit. Okay, lol, Alter. Nicht schlecht, Kaiserliche, nicht schlecht. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ich habe mich ja immer noch keine Armee eingeschlossen. Ich bin zwar am Anfang mit Hardware mitgegangen von der Kaiserlichen Armee, obwohl die mich köpfen wollten. Aber ich weiß immer noch nicht, welcher Fraktion ich mich letztendlich anschließe. Irgendwas. Ihr spricht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit dem Beta ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. What the fuck is Stender, man? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene Leute, die seine Kinder verletzen würden. Ja, Dara? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Nett. Aber die Beta sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Ja. Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dätische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Kassett angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Was ist an den Dädra gefährlich? Diese Frage würde man nicht stellen, wenn man Oblivion durchgespielt hat. Habe ich zwar nicht wirklich, aber ich stelle sie trotzdem. Sie sind gottlose Kreaturen, ohne Hoffnung auf Erlösung. Ja, gottlos? Sie unschuldigen den Tod und verderben die Seelen von allem, was sie berühren. Ihre ketzerischen Artefakte gewähren den Sterblichen Kräfte, mit denen sie Chaos über ganz Tamriel bringen. Sie müssen vernichtet oder verwahrt werden, damit niemand mehr in Versuchung kommt. Ich habe einen Start. Okay, cool, danke für diese Information. Tschüss. Tschüss. Man muss dazu sagen, wie gesagt, die Dädra sind mächtiger als die Ädra und Stender ist einer von den Ädra. Also von diesen normalen Lamen-Göttern. Talos ist auch einer von den Ädra. Beziehungsweise der war ein normaler Mensch, ist gestorben, der hat aber irgendwas Krasses gemacht und dadurch haben ihn ganz viele Leute verehrt, gerade hier im Norden, in Skyrim. Und dadurch wurde er zu einem Gott und die Elfen versuchen ja Talos in diesem Spiel zu verbieten, also die Anbetung Taloses. Und dadurch natürlich seine Macht als Gott zu schwächen. Hier liegt ein totes Pferd, das tut mir leid, aber ich würde dich trotzdem. Nicht, weil du nichts Wertvolles hast. Und ja, das ist der Sinn davon. Warum? Was machst du hier? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulf mit Sturmmantel erwartet sie. Genau, und das ist halt einer der großen Konfliktpunkte, die Talmor, also diese Elfen, die Dunkelelfen ganz besonders, oh, guck mal, hier wurde ein Wagen überfallen, wollen die Anbetung von Talos verbieten. Und, ja, aber das Schwert bewegt sich trotzdem. Nice. Und die Nord denken sich natürlich, ey, nee, geht gar nicht, weil Talos ist halt unser Gott und wir wollen das nicht. Und das Kaiserreich hat sich aber irgendwie dem Altmeerengrund bzw. dem Talmor unterworfen. Und deswegen, Jesus. Ich glaube, das ist zumindest einer der Gründe, warum die Kaiserlichen gegen die Sturmmantel kämpfen. Hallo, will sich jemand mit mir anlegen? Oh, jeez. Die Abgeschworenen. Die sind ein bisschen härter als Banditen. Oh, Jesus. Ja, die sind auch ein ganz anderes Niveau. Neue Stufe, nice. Wenn wir jetzt eine neue Stufe haben, mal erstmal Gesundheit hier und dann mach ich mal ein bisschen hier auf einhändig. Das geht ja gar nicht, dass wir so wenig Schaden machen. Kampf weiter, mächtige Angriffe mit Einhandwaffen. Was haben wir denn? Nein, warte. Ja, was ist denn? Oh Mann, geh doch mal runter hier. Angriffe mit Streitkolben, Schwürz. Critical Damage ist halt mega lame. Habe ich mir sagen lassen. Deswegen weiß ich nicht. Gegen Damage, was ist das hier? Mächtige Angriffe aus dem Stand. Mächtige Angriffe. Okay, eigentlich ist nur der erste Skill hier wirklich gut. Kampf halt mächtige Angriffe. Ich benutze eigentlich nie mächtige Angriffe, zumindest nicht bewusst. Deswegen machen wir hier auch schwer Rüstung. Zack! Macht sich ein bisschen widerstandsfähiger, was auch ganz nett ist. So.
Und die Abgeschworenen, wie gesagt, die sind ein bisschen krasser. Die haben es drauf. Die Abgeschworenen haben es drauf. Die wissen auf jeden Fall, wie man es macht. Ich kann ja nicht nur über den Büsch gehen. So, den habe ich schon gehört. Ja, wo war ich gerade stehen? Ich weiß nicht. Ich habe vergessen. Durch den Überfall habe ich leider vergessen, wo ich stehen bin. Sorry. Auf jeden Fall ist Ständer mega schwach. Ständer kann gar nichts. Der Krieg. The fuck? Was machst du hier? Achso. In Reach schwimmt es in letzter Zeit von Abgeschworenen. Ja. Es ist ein Wunder, dass die Leute hier überhaupt irgendwo hinkommen. Vielleicht bleibe ich auch für eine Weile komplett weg. Allerdings muss ich ein paar Dinge verkaufen. Evan, was hast du denn? Ich bin auf deinen Blick darauf. Hast du was Gutes, was man dir abkaufen könnte? Nope. Oh, du hast Zutaten auf jeden Fall. Oh ja, das nehme ich. Ja, was haben wir noch? Das hier. Oh, Weizen habe ich eigentlich selbst genug. Okay, aber ist halt auch. Ah, ich nehme alles. Charcoal, Common Soul Gem nehme ich mal. Oh, die Tasche, sehr gerne. Die brauche ich nicht. Also gut. Ja, jetzt habe ich dir wenigstens ein bisschen geholfen. Jetzt hat ihr ein bisschen Startkapital. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Ich bin halt einfach ein guter Mensch, Leute. Was soll ich machen? Auch nichts dagegen machen. So. Ja. Edra und Timer. Die Abgeschworenen, die haben auch einen Grund. Also ich finde hier in Skyrim, beziehungsweise in Skyrim, in diesem Spiel halt, hat jeder einen Grund zu kämpfen. Keiner kämpft einfach nur, weil die böse sind und alle abschlachten wollen. Außer vielleicht über die Gegner, aber die sind halt dumm. Sondern selbst die, also auch die Abgeschworenen haben den Grund. Oh, hallo. Kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Alright. Offensichtlich macht so viel als hier alleine. Bin ich schon mal ganz spannend. Sophia, ich würde dir gerne helfen, aber du lässt mich leider nicht ran. Also von daher, Pech. Mach's halt nicht. So. Ja, selbst die Abgeschworenen haben halt einen Grund. Die Abgeschworenen ist halt, grob gesagt, die wurden halt aus ihrer Heimat vertrieben und jetzt wollen die halt ihre Heimat wieder zurückholen. Deswegen kämpfen die in Reach. Beziehungsweise ganz besonders in der Umgebung von Markarth. Und die sind halt super angepisst. So, ich, Bitch! Da mach ich schon. Ich jag sie rein. Da mach ich schon. Eine Rüstung besser und ich schnell trotzdem nicht. Alter! Du stirbst. Oder auch nicht. Doch. Okay, die Skelette können halt nichts. Ihre Herren tot sind quasi. Warte, okay. Sophia! Keine Möglichkeit vorschützen. Keine Möglichkeit vorschützen, ja. Wir müssen das Tagebuch. Ich wusste es. Ich wusste, dass da irgendwas kommt. Als ich das Klicken schon gehört habe, dachte ich mir schon, oh shit! Und es kam ein riesiger Mammutkopf runter. Danke dafür auf jeden Fall. Danke dafür. Down you go! Hier entbrennt eine kleine Massenschlacht zwischen Totenbeschwörern, Feuermagiern und dem Rest. Ich bewege mich langsam, weil ich vereist werde. Finde ich nicht gut. Das kostet dich dein Leben. Sozusagen. Ich nicht, denn ich lebe noch. Okay. Sophia ist am Start und regelt. Oh, ein Fisch. So, da machen wir noch ein bisschen. Oh, der hat einen Skiverschmerz bei bestimmt. Ja, genau. Sollen wir noch ein bisschen Erz, bevor es weitergeht. Na, sieh mal an, wen haben wir denn da? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Fast keine Heilungssachen mehr. Beziehungsweise ich habe keine Heilungssachen mehr. Muss ich mich jetzt auf alternative Wege heilen? Okay. Geheilt, mehr oder weniger. Please don't kill me instantly. Okay. Oh, ich höre was. Ich werde euch brennen sehen. Jesus! Das ist aber gemein! Ich möchte aber nicht brennen, ehrlich gesagt. Also, kann man das vielleicht irgendwie vermeiden? Mich brennen zu sehen? Ich meine, ich verstehe auch den Reiz dahinter gar nicht, ehrlich gesagt. So! Oh, lol, der beschwört einfach auch ein Feuer drunter. Oh, ich denke mir, krass, Alter, du bist ja kreativ. Du bist ja kreativ, Junge! Kreativer Bastard bist du! Zack, Alter! Weil du nicht kannst, Junge! Da konnte halt wirklich nichts. Das war ein bisschen. Ehrlich gesagt, ein bisschen lame. Oh Gott. Aber Gold ist niemals lame. Gold zu nehmen ist besser als den Tod zu geben. Zeige ich immer. Das ist, was ich immer sage, Leute. Ein Feuer im Käfig zu entfachen, ist wie ein Feuer im Herzen zu entfachen. Man kann ihm einfach nicht entgehen. Bitte zitiert mich nicht, was das angeht. So, was können wir denn alchemistisch mal ein bisschen machen? Sag ich mal, ja, können wir hier vielleicht noch was, also hier theoretisch. Also, was haben wir denn hier? Hier scheint ja irgendwo ein Drachenstein zu sein. Ich konnte ein bisschen was zusammenmixen, das war ganz... ganz lecker, muss ich sagen, was ich da zusammen gebraut habe. Die sehen aus
Jetzt könnte man die runterschmeißen, die Vasen. Aber dann passiert nichts, okay. Schade, das sind keine Sockel. Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich beschwöre mein Feuer zum Nach. Was willst du tun? Da, Hilfe, Alter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Raus aus dem Feuer, raus aus dem Feuer, raus aus dem Feuer. Hallo, na? Ich möchte sie gerne mal abschlachten. Hat sie nichts dagegen. Mal. Oh, das geht schnell. Das geht schnell. Da muss ich sagen, das war schnell. Erwartet, aber schnell. Holy shit. Feuertour nach. Bitte. Kannst du da vielleicht in irgendeiner Art und Weise Abhilfe schaffen? Sag mal. Einfach ein bisschen Abhilfe schaffen. Dass ich vielleicht nicht sofort sterbe. Zack, Nummer 1. Schnell mal ein bisschen heilen. Wo ist Nummer 2? Ach, Nummer 2 ist tot. Das ist natürlich belastend an dieser Stelle. Sehr belastend. Oh, was ist das? Spell Tome und Conjurer Skeleton. Geil, da kann man ein Skelett beschwören. Werde ich ihn benutzen? Aber nice to have, ist auf jeden Fall. Ist da jemand drin? Ah, betone, aber ein Toter. Schade, ich dachte, wir könnten hier irgendwie das Leben retten, aber offensichtlich nicht. Oh, hier ist ein Stein. Den können wir mitnehmen. Der ist wichtig für Quests. Frostfall! Beschwörung verbessert. Nö, ist auf 21. Gudi McGudenstein, Alter. Gudi McGudenstein. Wo ist denn der andere? Die andere. Da. Zauberbuch Kerzenschein. Kerzenschein haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen. Read it! Learn it! Verinnerlichet. Arcana Verzauberer. Kann ich irgendwas entzaubern? Ich habe ja mega viel Stuff eingesammelt. Oh yeah. Oh nein, 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 nein. Eigentlich will ich nicht. Habe ich meine Eisenhandschuhe noch wenigstens? Oder habe ich die... Ne, den habe ich ihr gegeben, ne? Geht es, Alter. Ich gebe doch nicht meine... Ich mache doch nicht meine schönen... Meine schönen Handschuhe mal schon nicht kaputt. Das Tagebuch brauche ich ja. Elfenbogen? Besser als mein jetziger Bogen. Ich benutze Bogen gar nicht so oft. Garlic! Nice. Für die Soldier. Oder der Hysterie. Small Antlers. Kenn ich schon. Mitnehmen kann man es trotzdem immer. Oder der Zerstörung. Kann ich irgendwas. Ah, nett. Kann ich irgendwas entzaubern? Davon. Ah. Will ich das wirklich tun? Ach ja, komm. Ist doch egal. Dann werde ich wenigstens besser in Verzauberung. Kann mich wieder frei bewegen. Lehre mich das Wort. Hallo, lehre es mich. Ah, oh. Feueratem. Alter, jetzt werde ich ja wirklich zum Drachen. Nicht nur zum Dragonborn, sondern zum Dragon werde ich jetzt gleich. Was ist ja... Ah, Vierstaub. Garlic. Garlic ist übrigens super auch. Geil. Rolle des Feuerballs. Nehme ich. Kann man verkaufen. Ja, diesmal werde ich aber nicht hier mit Sachen rumspielen. Jetzt werden wir einfach weitergehen. Tschüss! Oh lol, hier greift gerade ein Drache Falkenring an. Hui! Also meine Schuld ist das garantiert nicht. Just saying. Feuertronach! Hilf aus! Ich würde es übrigens mal schnell speichern. Es kann nämlich sein, dass ich... Alter! Hört sich krass aus. Dass ich Bewohner angreife. Aus Versehen natürlich nur. Und dann Kopfgeld auf mich ausgesetzt wird. Was natürlich nicht so nett wäre, ehrlich gesagt. Hallo. Mr. Luna Dragon. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe damit nichts zu tun. Ich möchte gerne meinen orkischen Bogen ausrüsten. So viel dazu, dass ich Feuerbogen ja eh nicht so oft benutze. Sollte ich vielleicht öfter machen. Zack. Das Thema hat sich schon erledigt. Aber der Luna Dragon sah echt sweet aus, oder? Gut gemacht, Männer. Gut gemacht. Applaus.
Nani? It was at this moment he knew. He fucked up. Nein! Nein! Nein, das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm! Leute, wisst ihr, was passiert ist? Ich bin einfach... Ich habe einen Controller auf meine Beine gelegt und der R-Knopf hat sich einfach auf mein Bein gedrückt und R ist ja zum Angreifen und der... Es ist halt einfach dumm gelaufen! Oh man. Ah, bitte schmeißen Sie nicht auf mich Feuer, das ist unangenehm. Aber wenigstens kann ich so einen schönen Screenshot von Ihnen machen. Kann ich mal bitte... Können Sie das mal bitte eventuell lassen? Das ist ja wirklich unhöflich. Das ist wirklich unnötig, aber ein bisschen Feuerresistenz hier. Ich stelle natürlich Geld für Feuer. Ja. Gib das doch mal rein. Das ist ja wirklich, wirklich unhöflich. Aber jemand ein bisschen was Heilungsmäßiges? Ist so hell. Danke. Danke, danke, danke. Oh Mann, Alter. Oh Mann, ey. Das war so ganz sicher nicht geplant, Leute. Greif mich doch mal bitte nicht an! Junge! Warum greifst du andauernd mich an? Vor allen Dingen nur mich. Ich kann ja überhaupt nicht... Dafür gibt es überhaupt keine Coping-Strategie. Nein! Not again, Alter. Du wirst mich nicht mal... Nein! Er greift mich schon wieder an. Das ist ja unmöglich. Ich will nur ein gutes Thumbnail machen und du bist im Weg, Luna Dragon. Und du bist schwach. Du bist ein schwacher Drache. Das ist doch mal ein Thumbnail. Ein Thumbnail für dich. Also entweder Merida als Statue, als Thumbnail oder hier der Drache. Ja. Jetzt speichere ich aber, bevor ich wieder irgendjemanden aus Versehen angreife. Ja, er ist tot, Leute. Er ist tot. Macht euch mal nicht ins Höschen. Tretet nicht zu nah heran. Ich bin das Drachenblut. Da kann es holen. So. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Und schon Tamer. Muss ich. Hier wiegen zum Glück nichts. Da habe ich auch einen Mod installiert, dass sie nichts wiegen. Chitinschild des überwindenden Feuers. Hm. Nehme ich nicht mit. Geil, ne? Hurra. 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 Jetzt können wir den Schrei aktivieren. Feueratem aktivieren. Yay. Was? Dann mit Drachenseelen, um Schreie zu erlernen. Ja, habe ich doch schon. Zack. Ich rüste jetzt dem aus. Feueratem ist viel cooler als das andere. So. Das Buch sollte ich wegbringen. Nicht gegen Drachen kämpfen. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Das war überhaupt nicht... Überhaupt nicht... Stand überhaupt nicht zur Diskussion. Hallo. Gust ist verantwortlich. Ich habe euer Tagebuch. Darin habe ich vieles aufgeführt, was ich bedauere und nicht vergessen will. Hier. Das habe ich euch versprochen. Danke! Cool. Sehr gut. Das Leben ist viel zu kurz. Vergeudet es nicht. Du hast leicht reden, alter Mann. So. Gut, aber wenn ihr Abgesandter eintrifft, möchte ich mit ihm reden. Lazy King, Alter. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Wir haben aus Versehen einen Drachen getötet. War so natürlich nicht geplant, aber things happen like they happen, I guess. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. So ist es. Und ciao.